So, wir probieren jetzt einfach mal eine Aufgabe alleine zu machen, ohne einen Freund. Nämlich benutze eine Sprungfläche im Team oder Duo-Matches. Also es müsste eigentlich auch alleine gehen. Rein theoretisch schon. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, ihr seht unten, der Code hat sich jetzt verändert. Er wurde geknackt. Der liebe Jan aus den Kommentaren und noch der in den letzten Aufgaben dabei war, hat den Code geknackt. Er hat sich dafür was von, wie heißt das Spiel nochmal, Daylight Gedöns da gekauft. Und deshalb musste ich leider einen neuen Code holen. Und wie gesagt, die nächste Zahl gibt es dann bei 150 Abonnenten. Also, wenn ich bis jetzt schon irgendwie helfen konnte, lasst gerne mal ein Abo da. Ihr wisst doch, geben und nehmen. Ich gebe euch die Aufgaben, die Lösungen und ihr könnt dafür ruhig mal ganz kurz auf den Abo-Button klicken. So, und dann gehen wir mal direkt rein. Ich gehe aber trotzdem mal in Teams. Gehe ich in Teams oder Duos? Ich gehe einfach mal in Teams. So, einfach mal wieder mit dem Skin. Aber ein Jump-Pad finden müsste eigentlich safe gehen. Müsste eine Aufgabe sein, die allein machbar ist. Natürlich jetzt keiner da, mit dem ich die Videos machen kann. Mehrere waren da. Mein Sohn ist jetzt im Bett. Mit dem werde ich die Aufgaben wahrscheinlich dann am Samstag machen können. Weil ich nämlich morgen auf dem Betriebsausflug bin und deshalb kann ich leider die Prestigeaufgaben nicht so schnell hochladen. Weil Solo ist es einfach schlecht machbar. Ist genauso mit Hilfe den Teammitgliedern bei 5 Kills. Das ist schon eine harte Nummer in meinen Augen. Weil im Prinzip, es muss genockt werden, der andere muss killen oder beide machen Schaden drauf. Es wird alles nicht so einfach. Aber animiert halt die Leute wieder mehr zusammenzuspielen. Von daher macht die Aufgaben schon wiederum Sinn. Aber jetzt probieren wir erstmal ein Jumppad zu finden. So, machen wir erstmal hier die Kameraden still. Wundert mich schon, dass noch keiner Musik an hat oder sonstiges. Zack, zack, stumm. Ach, der erste ist schon weg, klasse. Aus dem Viererteam wird dann schon mal ein Du-Team. Man kennt es. Ich würde sagen, wir gehen direkt Frosty rüber. Da, wo hoffentlich kein Team landen wird. Einfach ein Jump-Pad finden, draufspringen. Schwupp, ist die Aufgabe geschafft. Wie heißt die Aufgabe? Ne, Sprungfläche allgemein. Warte mal, haben wir an Dings. Es gibt gar keine Sprungflächen mehr, ne? Ach, der ist auch weg, super. Hätte ich auch du spielen können, wäre einfacher gewesen. Eieieiei. Ja gut, wenn du zu zweit schon nur noch bist, bei vierer Squads ist natürlich nicht einfach. So, hier den Kleider bekommt ihr, wenn ihr halt die ewigen, ach die Prestigeaufgaben, also die normalen Aufgaben alle fertig habt, dann gibt es hier den Kleider. Ich finde, der passt eigentlich ganz gut zu dem Skin. Müsste halt ein bisschen mehr Blau drin sein, aber man kann nicht alles haben. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen natürlich direkt ein Jump Pad finden, ist klar. Also ich muss sagen, die Aufgaben sind natürlich solo schlecht bis gar nicht zu machen. Also hier muss man schon mit einigen zusammenspielen. Da, wenn ich es bis Sonntag nicht habe, werde ich auch wahrscheinlich im Livestream gucken, dass ich da ein bisschen was zusammengetrommelt bekomme, dass wir die Aufgaben da irgendwie gemacht bekommen. Weil gemacht haben wir diese natürlich. Ja, super, hier ist nichts drin außer Munition. Hier ist Sterben angesagt. Zone ist auch am Arsch der Welt. Oh, was für eine Kackrunde, ey. Eigentlich kann ich schon direkt quitten. Weil ich das alleine zu machen, das ist echt schon. Na gut, eigentlich ist es kein Problem. Ich muss nur ein Jump-Pad finden. Aber das ist natürlich nicht ganz so leicht. So oder so nicht. Jo, leck doch. Komplett. So, hier oben haben wir schon mal safe ein Snowboard. Kann ich mich da runterbauen?
Ich glaube nicht. Ah, doch. Ja, das Problem ist halt loottechnisch. Sieht es halt echt kacke aus. Ich weiß gar nicht, ist es überhaupt in Kisten drin, das Jump-Pad? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Aber oben haben wir schon mal das Hoverboard, das ist schon mal einiges wert. Oh, ich dachte schon. Mann, hebt da nicht immer alles direkt auf. Schreibt mir gerade bitte in die Kommentare, ist ein Jump-Pad unten drin oder nicht? Würde mich mal gerade selber interessieren. Und ist klar, wenn ich hier auf das erste Vierer-Team treffe, war's das. So, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Gerade gucken, ob hier in den Hallen was drin ist. Nicht. Ach nee, man ist ja die Disco. Ich dachte gerade, eine Falle finde ich. So, kann ich gerade noch hier die Halle nachgucken, wo man ja tanzen muss, und dann war es das auch schon wieder. Ein Automat, das wäre natürlich auch mal. Hallo, dann nehmen sie doch. Aber ist kein Dealer da. Alles irgendwie kacke. Da liegt auch nichts. Kann ich eigentlich schon wieder hochgehen, das Hoverboard und irgendwie so rumgucken. Nochmal hier schnell, gerade auf Krampf. Ne, hier waren wir, oder? Doch, hier waren wir drin. Aber ich meine, es wäre nicht in normalen Kisten. Wenn liegt es doch immer einfach rum. Aber ich bin mir halt nicht sicher, deshalb wäre nett, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würde, ob das in normalen Kisten ist. Bisschen die Augen. Oh, leck doch noch. Bisschen die Augen offen halten. War ja nicht irgendwo so viel Kisten. Das ist doch. Wo glaube ich definitiv eins drin sein kann, ist ein Lootrop. Das weiß ich. Aber natürlich müssen wir erstmal eins finden. Aha. Und dann natürlich ich gerne mit. Wer mich killt, ey, der darf sich freuen, ey. Vor allem das Problem ist, hier müsste eigentlich auch nur ein Jump-Pad rumstehen, weil da steht ja nur Nutze. Und ich baue und benutze. Wenn ich ein Jump-Pad finden würde, würde schon vollkommen ausreichen.
Ja, hätte sein können. Lootrops in der Marsch der Welt. Der eine ist schon definitiv weg, der hat sich da runtergebaut. Das sieht hier schlecht aus gerade. Ach, hör auf zu lenken. Ein Jump Pad. Ich weiß halt auch nicht, ob Dings dazu gehört. Gruppenkeile. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ich bin nur noch am Jump Pad angucken. Ah, hier ist aber keins. Sonst werden 1000 Jump Pads aufgestellt. Ach, da rennen schon 2. 3, 4. Das ist halt das Problem bei 4 aus kurz. Vor allem, warum laufen die so quer? Ist hier auch kein Jump Pad? Bei so viel gebauten. Ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Jump Pad ist. Ja, da hat sich einer eingegelt. Jo, übertreibt es doch mit Fall. Ja, hier ist nirgendwo eins. Mann! Dünn, dünn, dünn. Kann ich einfach mal eins rumliegen? Bam, 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 bam. Ob hier schon einer war. Ich sehe zwar nichts Gebautes, aber ich gucke trotzdem mal durch. Kann ja sein. Hat auch hier die Tür so. Dann ist hier eigentlich safe gelootet. Ja, er hat alles durchgeguckt. Man könnte ja zum Lootrop gehen. Aber ich glaube, da sind schon welche. Hier brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Hier wird safe kein Jump Pad mehr rumliegen. Na, hier war keiner. Hier könnte es noch mal möglich sein. Ach, das ist die Dings-Sniper. Ach, Sniper sah schon. Nö, die ist gar. Einfach, die ist gar. Kann hier kein Jump Pad drin liegen, meine Güte, ey.
Eine Stunde am Rumsuchen. Ich glaube, die Schallgedämpfte ist besser. Auch wenn es ein Ska ist. Hallo. Danke. Der geht ja keiner an den Lutrop. Oder sind die dann bewahren? Jetzt echt, ob da einer ist oder nicht. Entweder haben wir Glück oder nicht. Ja, jetzt haben sie ihn weggeholt. Toll. Wie wir auf den anderen kriegen. Es leben nur noch 8 andere Leute. Zack, 7. Versuchen, nur den Blutdruck zu kriegen. Jetzt leben nur noch 6. Ich lache mich kaputt, wenn ich den noch krieg. Am besten noch einen epischen Sieg holen. Ich versuche den trotzdem noch zu kriegen. Wenn ein Jumper drin ist, ist es mir scheißegal. Ist eins drin. Leck mich am Arsch. Zack. Hallo? Wieso kann ich hier keinen Boden bauen? Hallo, hör mal auf zu lecken. Zack, Aufgabe geschafft. LOL. Was ist das denn? Ich glaube, das ist nur noch ein Team. Aber Aufgabe geschafft. Das ist das Wichtigste. Ich versuche hierher zu gehen. Scheiße, kommt mir nicht mehr irgendwie hoch. Ja, gegen Team brauche ich hier nichts groß probieren. Aber wo sind die? So in der Zone? Nein. Wir stellen uns einfach mal so hin. Ich glaube, das ist ein komplettes Team noch. Müsste passen. Ja. Aber wo sind die? Ich kann gucken, wo die Zone dann ist.
Links, wo sind die? Ich habe einen gehört. Das ist halt ein komplettes Team. Was soll ich da machen? Oh, kein. Ich weiß gar nicht, wie ich das abbrechen kann. Der Bär läuft als Baum. Ich denke mal, dass es ein ganzes Team ist. Nein, ich habe ein Diabo bekommen, sehe ich gerade. Da sind die. Wie komme ich denn da wieder raus? Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Ich sterbe an der Zone. Hallo? Keine Schlägen. Nein, Scheiße. Das war mal eine lustige Runde. Oh Mann, schade, dass die anderen schon gestorben sind. So, wie gesehen, ihr habt gesehen. Es ist easy zum 14 Kills. Ihr seht ja, ich habe 14 Kills. Was? Nur noch einer hat gelebt? Nein! Nein, ich hätte das Ding sogar gewinnen können. Scheiße. Ah, wie knapp war das denn dann? So, ihr habt gesehen, einfach auch ganz normal Team-Modus, auch solo machbar. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch helfen und haut rein.